Heute gibt es ein kulinarisches Treffen von Adria Tintenfisch und Knoblauch aus dem heimischen Garten. Der Musiker Neno Bellan kocht für uns in der Freiluftküche oberhalb von Moschenice über der Kwaner Bucht. Hallo zusammen, es ist an der Zeit, dass ich mich offiziell vorstelle. Mein Name ist Neno Bellan. Ich bin ein Mann vom Meer und deshalb liebe und verehre ich die Mittelmeerküche. Heute koche ich für euch geschmorten Tintenfisch. Warum habe ich mich für dieses Gericht entschieden? Liebe Zuschauer, es ist ein einfaches Gericht und leicht selbst zuzubereiten. Es erfordert einige Zubereitungsschritte, die ich Ihnen zeigen werde. Aber es ist nicht zu anspruchsvoll und Sie können es auch ganz einfach zu Hause nachkochen. Was ich jedoch empfehlen würde, ist, dass Sie unbedingt frische Lebensmittel verwenden sollten, die in Ihrem Garten oder in dem Ihres Nachbarn wachsen. Und ich empfehle auf jeden Fall Adria-Tintenfisch, wenn Sie ihn beim Fischer oder auf einem Fischmarkt bekommen können, die mit Abstand die leckersten sind. Das Ergebnis wird Sie überzeugen. Wenn es ums Kochen geht, sind für mich vor allem zwei Dinge wichtig. Erstens, dass ich mich beim Kochen wohlfühle, dass ich ein Gericht zubereite, hinter dem ich stehe, dass es mir Spaß macht. Und zweitens ist es natürlich auch für diejenigen, die ich koche, sehr wichtig, dass sie später meine Mahlzeit genießen. Und so ähnlich empfinde ich das auch, wenn es um Musik und das Komponieren geht. Geschmorter Tintenfisch ist eines meiner Lieblingsrezepte. Dafür benötigen wir folgende Zutaten. Tintenfische. Ich empfehle die adriatischen, weil sie am leckersten sind. Petersilie. Knoblauch. Kartoffeln. Fischfond, Weißwein, Olivenöl, Pfeffer und Salz. Am besten ist es, wenn alles aus dem eigenen Garten kommt. Das erste, was ich in meinem Leben gekocht habe, war ein gekochtes Ei. Dann kam das Spiegelei und immer so weiter in der Kochkarriere. Zuerst müssen wir alle Lebensmittel und Zutaten, die wir benötigen, vorbereiten. Ich beginne zunächst mit den Kartoffeln, die wir in Scheiben schneiden. Aber hier ist ein kleiner Trick, den ich kürzlich gelernt habe. Zuerst schneiden wir von der Seite etwas ab, um eine ebene Fläche zu erhalten. Und wenn wir die Kartoffel auf die Unterlage stellen, steht sie fest. Und nun einfach in Scheiben schneiden. Wir werden auch den Tintenfisch schneiden, aber vor dem Schneiden sollten wir ihn gut und gründlich reinigen. Und dann werden wir ihn auch in Ringe schneiden, so wie hier. Nachdem wir die Augen entfernt haben, können wir die Arme in größere Stücke schneiden. Sagen wir, so etwa. Das reicht. Als nächstes brauchen wir Knoblauch. Normalerweise wird es mit einem Messer geschnitten, aber ich habe dafür ein spezielles Gerät, das ich sehr liebe. Jetzt zeige ich Ihnen, wie man das macht. Das heißt, wir hacken es einfach in ein paar kleine Stücke. Dann füllen wir es in das Gerät. Und jetzt passiert die Magie. Zauberei. Und am Ende müssen Sie noch die Petersilie hacken. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Petersilie zu schneiden. Diese Methode ist wie folgt. Wir pressen sie zusammen und schneiden sie dann mit einem Messer. Für mich ist Kochen ein absolut kreativer Prozess. Ich liebe das Kochen genauso wie das Schreiben von Liedern. Deshalb vergleiche ich Kochen immer mit dem Musizieren. Da gibt es viele Gemeinsamkeiten. Nachdem wir nun die Vorbereitung aller Zutaten abgeschlossen haben, können Sie sehen, dass wir den Tintenfisch in Ringe geschnitten haben, die Kartoffeln in Scheiben geschnitten und die Petersilie und das Knoblauch gehackt haben. Jetzt geht es ans Kochen. Die erste Stufe ist: Es kann eine Pfanne sein. Hier haben wir einen kleineren Wok genommen, weil wir viele Kalamari haben. Wir erhitzen den Wok auf hoher Stufe und fügen Olivenöl hinzu, das ebenfalls erhitzt wird. Danach legen wir den Tintenfisch in das erhitzte Öl und braten ihn bei geschlossenem Deckel 2 bis 3 Minuten lang. Wir rühren ein wenig um, damit alles gut geölt ist.
Weil wir eine gute Portion haben, können wir etwas mehr Öl darauf geben. Und wieder bedecken. Nachdem die Tintenfische etwa 3 Minuten lang bei geschlossenem Deckel gegart wurden, nehmen Sie den Deckel ab, fügen den Knoblauch hinzu, fügen Sie etwas Weißwein, etwas Pfeffer und etwas Salz hinzu, rühren Sie wieder etwas um und decken Sie es erneut ab. Nun kocht es etwa 10 bis 15 Minuten lang. Während der Tintenfisch mit Knoblauch in Olivenöl kocht, bereiten wir den nächsten Schritt vor. Wir legen die geschnittenen Kartoffeln in einen großen Wok. Alles? Naja, wir werden sehen und die Fischbrühe auffüllen. Etwas umrühren, prüfen, ob alles in Ordnung ist. Und wir können sehen, dass die Tintenfische eine schöne Farbe bekommen. Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen der Musik und dem Kochen. Denn erstens ist es ein kreativer Prozess und zweitens gibt es in beiden Prozessen viele Möglichkeiten zur Improvisation. Wenn man einmal nicht weiß, was am Ende herauskommt, aber wenn es klappt und es klappt oft gut, wenn du dich traust zu experimentieren und zu improvisieren, dann bist du glücklich. Jetzt gehen wir zum nächsten Schritt über. Die Tintenfische in der Pfanne oder dem kleinen Wok sind nun fertig. Wir haben sie hier 15 Minuten lang mit Knoblauch und Wein gekocht. Und jetzt werden wir alles in einen großen Wok geben und mit Kartoffeln vermischen. Gerade so viel, dass der Wasserstand ausreicht, um das Ganze zu bedecken. So, damit haben wir schon mal die Grundlage erschaffen. Jetzt werden wir das Ganze wieder abdecken, die Hitze erhöhen und 15 Minuten kochen lassen. Das Gericht wurde also nun 15 Minuten mit Deckel gegart. Jetzt nehmen wir den Deckel ab und das Gericht wird ohne Deckel weiter gegart. In der Zwischenzeit geben wir noch etwas Weißwein hinzu. Und wir werden Petersilie Pfeffer hinzufügen. Dann rühren wir wieder um und kosten, um zu sehen, wie salzig es ist. Bei Bedarf noch mehr Salz hinzufügen. Weil es heiß ist, müssen wir es etwas abkühlen. Vielleicht noch ein bisschen Salz. Ich nehme Salz. Das ist eine ganze Menge und deshalb brauchen wir mehr Salz. Gute Küche ist für mich die Bereicherung des Lebens. Es heißt nicht umsonst, dass Liebe durch den Magen geht. Wenn ein Mensch sich nicht gut ernährt und die Lebensqualität nicht genießt, die gutes Essen bietet, ist sein Leben meiner Meinung nach ziemlich prekär. Und fertig ist das Gericht. Es ist bereit zum Verzehr. Es wurde lange genug gekocht, reduziert, sodass es eine gute Dichte erreicht hat, was es noch schmackhafter macht. Wer mag, kann noch etwas mehr Salz oder Pfeffer hinzufügen. Das kommt eher auf den individuellen Geschmack an. Aber es ist schon genug Salz und Pfeffer vorhanden. Jetzt servieren wir, wie die Italiener sagen würden, primo piatto oder den ersten Teller. Hier ist er. Eins. Und zwei, es kann losgehen. Ulica Magrana. Lutam svaki dan,
Po duszy toplinam, hodam na smijam. Jer uvijek idem onom stranom, gdje me sunce grije. I uvijek samom sebi kažem, lijepi moj živote, srce mi se smije. I tada pjevam ovu pjesmu staru i gledam nebo, pjevaju i anđeli. I tada pjevam ovu pjesmu sreće, te riječi koje volim, koje nikad umrijet neće. Sretne noge ljude, prijatelje svoje, sve osjećaj bojim u najljepše boje. Jer uvijek idem onom stranom gdje me sunce grije. I uvijek samom sebi kažem, lijepi moj živote, srce mi se smije. I tada pjevam ovu pjesmu staru i gledam nebo, pjevaju i anđeli. I tada pjevam ovu pjesmu sreće, te riječi koje volim, koje nikad umrijet neće. Ulicama grada lutam svaki dan, koracima mekim, lakim kao san. Jer uvijek idem onom stranom gdje me sunce grije. I uvijek samom sebi kažem, lijepi moj živote, srce mi se smije. Hvala.